Liebe Freundinnen und Freunde des Uranium-Filmfestivals, einen ganz herzlichen Glückwunsch sende ich aus Berlin, aus dem Deutschen Bundestag. 10 Jahre Uranium-Filmfestival, das ist wirklich ein Grund zum Feiern, denn das Uranium-Filmfestival leistet eine unglaublich wichtige Aufklärungsarbeit. Es ist natürlich auch eine Zeit, wo wir nachdenklich sein müssen, wo wir trauern müssen um die Opfer der Dreifachkatastrophe in Japan und um die Opfer der Kernschmelze in Fukushima. Es ist wichtig, dass das Uranium Filmfestival jetzt auch im 10-jährigen Jubiläum an diese Katastrophe erinnert und dass daraus die notwendigen Konsequenzen gezogen werden. Ich war selber schon 2-mal vor Ort in Fukushima und habe mich über die Situation vor Ort informiert. Ich weiß, welche Folgen die angeblich friedliche Nutzung der Atomenergie auslösen kann und mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch auslösen wird. Deswegen ist es notwendig, dass aus der Atomenergie ausgestiegen wird, so wie wir das in Deutschland entschieden haben, und dass daraus eine weltweite Bewegung des Atomausstiegs wird. Aber es ist wichtig, dass das Uranium Film Festival auch die Frage der atomaren Rüstung behandelt und die Frage der Verseuchung der Atmosphäre durch Atombombentests, die Frage der atomaren Rüstung. Ich war auch schon vor Ort in Hiroshima und Nagasaki zu den Gedenkfeiern anlässlich der Atombombenabwürfe und weiß auch, welche Folgen dieses hinterlassen hat. Genauso wie wir aus der Atomenergie aussteigen müssen, müssen wir auch aussteigen aus der atomaren Bewaffnung und die Initiativen unterstützen, die dieses verbieten wollen. Das ist sehr wichtig, dass dort auch ICAN den Friedensnobelpreis bekommen hat, und da sehe ich auch eine ganz wichtige Vernetzung zum Uranium-Filmfestival. Und als letztes ist es wichtig, dass das Uranium-Filmfestival auch die Uranmunition thematisiert. Uranmunition muss ebenfalls verboten werden. Wenn wir eine gute Zukunft haben wollen auf dieser Erde, eine solidarische Zukunft haben wollen, dann muss diese Zukunft atomwaffenfrei sein und sie muss ohne Atomenergie laufen und sie muss klimafreundlich sein. Und da schließe ich schon ab. Wichtig sind die erneuerbaren Energien. Die müssen wir weltweit voranbringen. Es gibt eine Alternative, nutzen wir sie. Und dann haben wir eine gute Zukunft. Und Kultur wie das Uranium Film Festival kann einen wichtigen Beitrag dazu leisten. Herzlichen Dank. Alles Gute nach Rio de Janeiro. Liebe Freunde des Internationalen Uranium Film Festivals, liebe Interessierte, lieber Norbert, liebe Marcian Rio. Herzliche Grüße aus Berlin, wo im vergangenen Jahr das Uranium-Filmfestival zu Gast war. Und das bereits unter Corona-Bedingungen. Dennoch war es ein Riesenerfolg. Ein tolles Programm, viele Interessierte, die wir zum Teil nach Hause schicken mussten, weil die Plätze nicht reichten. Als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet wurde die Arbeit Valentes von Lisa Camilio. Sie schildert eindrucksvoll die schrecklichen Umweltzerstörungen, angerichtet durch Militär auf der herrlichen Insel Sardinien. Sie zeigt aber zugleich die dagegen gerichteten Aktionen und das Engagement der einheimischen Bevölkerung. Und es war charakteristisch für dieses fantastische Filmfestival, dass nicht nur ein Film gezeigt wurde, sondern man darüber sprach, diskutierte und Arbeitskontakte hergestellt werden konnten. So zwischen Lisa Camilio und der Koalition zur Ächtung von Uranwaffen IGBU, für die ich hier heute spreche. Das Ganze wird dazu beitragen, dass Uranwaffen, das abgereicherte Uran, depleted Uranium, bald geächtet werden können. Und zwar auch unabhängig von einem speziellen Vertrag. Einen speziellen Vertrag haben wir bereits im Hinblick auf Atomwaffen. Es gibt den Atomwaffenverbotsvertrag, an dessen Zustandekommen ICAN einen großen Anteil hat. Dieser Vertrag sollte weiter propagiert werden, soll uns dafür einsetzen, auch über das Uranium-Filmfestival, dass möglichst viele Staaten ihn anerkennen und ratifizieren. Gerade heute unter den Pandemiebedingungen gibt es ein neues Bewusstsein in Hinsicht auf Umweltzerstörung durch Krieg, durch das Militär. Diese Chance müssen wir nutzen, um mit den Menschheitsthemen weiter voranzukommen. Friedenssicherung, Abrüstung, Durchsetzung der Menschenrechte in den verschiedenen Bereichen. Dazu leistet das Internationale Uranium-Filmfestival einen großen Beitrag, für den wir sehr dankbar sind, als organisierte Zivilgesellschaft, als friedensbewegte Menschen. Und vor diesem Hintergrund möchte ich euch Sie herzlich einladen,
am nächsten Uranium-Filmfestival Ende Mai in Rio teilzunehmen. Das Ganze findet Corona-bedingt, pandemiebedingt leider online statt oder nur online statt. Aber gerade das, und dies ist die Erfahrung der letzten Monate meiner Tätigkeit im ehrenamtlichen Bereich, aber gerade das, diese Online-Technik hat den Vorteil, dass viele Menschen ohne großen Aufwand zusammengebracht werden können, sich verständigen, vernetzen und austauschen. Hierzu nochmal eine herzliche Einladung aus Berlin. Ich hoffe, wir sehen uns, hören uns beim Rio Uranium Film Festival in diesem Jahr. In diesem Sinne, tschüss, bis dann.